Hallo meine Lieben, es ist natürlich immer unheimlich einfach, sich selbst zu beweihräuchern und auch selbst zu erzählen, was man für gute Taten in seiner Organisation vollbringt. Ist das auch wirklich so? Stimmen alle unsere Aussagen? Ist das Projekt so toll und so umfangreich, wie wir das immer vorgeben? In diesem Jahr hatten wir 3 deutsche Tierärzte mit vor Ort, die viele, viele Abenteuer mit uns erlebt haben und auch direkt am Geschehen vor Ort mit dabei waren. Also wir sind jetzt bei einer älteren Dame in einem Dorf. Diese ältere Dame hat eben nicht sehr viel Geld zum Leben, versorgt aber ihre Hündin sehr gut. Und da ist jetzt eben das Problem, dass diese Hündin immer wieder gedeckt werden und eben sehr viele Welpen produzieren. Was natürlich am Ende doch Elend verursacht, weil diese Frau eben nicht so viele Möglichkeiten hat finanziell. Also haben wir jetzt 6 weibliche Hündinnen hier verladen und nehmen die mit zur Klinik und werden sie dann kastrieren. Und die Frau freut sich dann schon, wenn sie nachher oder nach ein paar Tagen wieder gesund dann bei ihr sind. Bei der vorherigen Dame, die hat uns dann hier mit hergenommen, weil sie es gleich rumgesprochen hat, dass die Tierärzte von Equivent unterwegs sind. Und somit sind wir dann hierher gelangt. Und hier sind gleich eben die nächsten Hunde, die wir jetzt noch versuchen, irgendwie ins Auto zu bekommen. Ja, mein Name ist Carsten Vogt aus der Tierarztpraxis Ottersberg. Das ist in der Nähe von Bremen. Ja, ich glaube, wie so ganz viele übers Internet habe ich das gesehen, sei es auf der Homepage oder auf Facebook. Habt ihr ja große Auftritte und die sind schon sehr beeindruckend, die Filme, die da laufen. Entschuldigung. Und man sieht schon dieses unglaubliche Elend hier in der Gegend. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und dann denke ich, in solche Projekte macht es auch Sinn, seine Zeit zu investieren. Und hat sich auch bestätigt. Kommt unsere Hilfe auch dort an? Ja, es war sehr interessant zu sehen, wie schon wirklich alle Leute da angeströmt kamen, wo das Auto auf den Platz fuhr. Also es ist wirklich traurig, was man da so sieht, aber es ist auch erfreulich, was man sieht, was sie schon getan hat. Die Pferde bekommen Decken, Wurmkuren, das machen alles die Tierärzte dann vor Ort, behandeln Wunden. Und die Leute sind auch wirklich mittlerweile sehr besorgt, wenn es um Kleinigkeiten auch geht. Kleinere Verletzungen wollen sie dann einem sofort zeigen und wollen es behandelt haben. Und das ist ja schön, dass sie sich einfach mehr Gedanken um das Wohl ihrer Tiere machen. Wie ist es, mit Equivent zu arbeiten? Also ich habe ein tolles Team kennengelernt. Auf dieses Team haben wirklich fast 100 Pferde war so ungefähr die Zählung, ne, gewartet. Das war für mich wirklich was Besonderes. Alle haben toll zusammengearbeitet. Und eben, dass ich, das war schier unerklärlich, wo diese ganzen Pferde herkamen. Die kamen ja da wirklich, die standen Schlange, die Straße war im Grunde gesperrt, weil sie alle auf euch oder uns gewartet haben. Und da kann man schon stolz drauf sein, denke ich. Ja, es ist schon recht erschreckend, wie riesengroß der Bedarf hier ist. Also so viele Kunden versorge ich nicht an einem Tag. Was ich hier mit den Gesprächen, mit den Tierärzten, mit den Schmieden, mit den Bewohnern hier mitbekommen habe, dass die schon alle willens sind, was zu ändern, das glaube ich schon. Dass nur einfach viele Sachen einfach von der Infrastruktur unmöglich sind, sei es ganz banal zur Schule zu gehen, wenn die Schule 25 Kilometer weg ist. Das sind so Sachen, die macht man sich in Deutschland, glaube ich, einfach nicht klar, weil wir da in vielen Sachen natürlich sehr verwöhnt sind. Ein wirklich sehr kleines Haus, kann man ja wahrscheinlich auf dem Video sehen. Zu klein. Zu klein, ja. Und 2 Betten darin und die Küche bestand aus einem Holzbrett, einer Schüssel und einem Messer. Das ist mit deutschen Verhältnissen nicht annähernd zu beschreiben oder auch zu vergleichen. Ja, es ist einfach Wahnsinn, was es für eine Armut hier gibt, dass Leute so gar nichts haben. Ja, das ist einfach, der ist schon starker Tobak, das muss man echt sagen. Also das ist. Ist es wirklich notwendig, die Hunde zu kastrieren? Ist auf alle Fälle auch in Deutschland sehr notwendig, alle Tiere zu kastrieren, mit denen nicht gezüchtet werden soll. Es gibt genug Tiere. Man vermeidet dadurch Seuchen, die weitergegeben werden. Sieht man nur diese ganzen Katzenschnupferkatzen, wo dann die Hälfte der Babys stirbt. Deswegen ist das eigentlich das A und O, wenn man nachhaltig was ändern will in dem Land. Also ich war sehr, sehr überrascht, wie professionell das hier abläuft. Die Tiere werden dann auch noch mehrere Tage hier behalten, werden wirklich unter sehr guten hygienischen Bedingungen kastriert.
und auch nachversorgt, bis die wirklich wieder zu ihren Besitzern entlassen werden. Also ja, ziehe ich meinen Hut. Ist unser Belohnungssystem sinnvoll? Wir kommen in Gegenden, wo ganz übel aussehende Pferde sind. Und wir kommen in Gegenden, wo schon lange was getan wird, wo die Pferde deutlich besser aussehen, wo die Pferde einfach gepflegte Hufe haben, wo die Pferde nicht unterernährt sind, keine Wunden haben. Und dann kommt man wieder in Regionen, wo noch nicht so lange gearbeitet wird. Da sieht man schon die Unterschiede, ne? dass da auch ein Erfolg da ist. Und der geht nicht von jetzt auf morgen, von heute auf morgen, sondern den kann man nur über langes Engagement bringen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende hier bei eurer Organisation. Und mit dieser Art des Vorgehens, des Belohnungssystems, das ist schon eine ganz wichtige Sache. Den ganzen Tag war Alex eben beschäftigt mit den Pferden, Hunden. Sehr viele Leute haben ihn angerufen. Der Mann hängt immer am Telefon. Aber die Routinetätigkeiten müssen eben auch erledigt werden. Und ja, das macht er jetzt bei Nacht. Ist Equivent denn unterstützenswert? Ja, auf jeden Fall, sonst wäre ich nicht hier dabei. Nee, ich war wirklich überrascht und ich war vor allem auch überrascht, was für Strecken hier zurückgelegt werden. Also es ist Wahnsinn. Ich meine, klar, dass das nicht alles hier im Umkreis von 10 Kilometer ist, aber da wären wirklich mal 200 Kilometer gefahren, um an einen Platz zu kommen. Und das nimmt hier natürlich viel, viel mehr Zeit weg, wie zum Beispiel in Deutschland. Aber ja, also wirklich sehr, sehr sinnvoll und vor allen Dingen die Nachhaltigkeit ist wirklich, ja, hoch zu werten.